1952 kommt mit dem VT085 ein neuer Diesel-Schnelltriebwagen auf die Gleise. Die 140 km/h schnellen Triebwagen sind unter anderem im FD-Zugdienst unterwegs. 1954 hat ein VT08 die Ehre, die deutschen Fußball-Weltmeister aus der Schweiz abzuholen. Für den Regionalverkehr wird 1953 die fast baugleiche Baureihe VT125 in Dienst gestellt. 1985 endet die Geschichte der robusten Triebwagen. Im BW Braunschweig werden die letzten Züge ausgemustert. Wir begleiten Sie durch die Geschichte der als Eierköpfe bezeichneten Triebwagen. Sehen Sie in alten Szenen den Weltmeisterzug 1954, den Betrieb im FD-Dienst und die Einsätze im Regionalverkehr in den 70er Jahren. Nicht vergessen haben wir den General der United States Army und das Versuchsfahrzeug, den Kartoffelkäfer VT92501. Auch ein Blick auf die elektrischen Verwandten fehlt nicht. Laufzeit 58 Minuten.